Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute teste ich die neuen Katjes-Sorten mit 30% weniger Zucker für euch. Die gibt es in den Sorten Cola Life, Easy Life und in der Sorte Tropic Life. Tropic Life sieht sehr interessant aus. Es sind so kleine Palmen, aber wenn die Palmen etwas anders in der Verpackung liegen und dann auch eine andere Farbe haben, dann sehen die Palmen so ein bisschen aus wie, ach komm, ja, mit viel Fantasie sieht es aus wie ein männliches Geschlechtsteil. Also ist auch ein leichter Fun-Faktor dabei, ihr Lieben, bei diesen Tropic Life-Dingern. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Die gibt es übrigens exklusiv nur bei Rewe. Kosten 89 Cent. 30% weniger Zucker. Kennen wir diesen Wert? 30% weniger Zucker? Da lacht der Haribo-Bär hier im Hintergrund. Die hat es im letzten Jahr nämlich auch mit 30% weniger Zucker gemacht. Haribo hat also auch zuckerreduzierte Sorten rausgebracht. Jetzt hat Katjes das auch gemacht, auch mit 30%. Ich hätte ja gedacht, Katjes ist jetzt so cool und sagt so, komm, wenn Haribo 30% macht, dann machen wir 33% weniger Zucker. Bin mal gespannt, wie mir die schmecken werden. Hier wird ja auch, steht ja auch ganz, ganz kühn drauf. Gleicher Geschmack. Schauen wir mal. Ich frage mich dann immer, wenn es der gleiche Geschmack ist bei 33% Zucker, warum gibt es dann noch normale Katjes und die anderen Weingummi? Ich traue diesem gleichen Geschmackversprechen nicht so wirklich, aber ja, ist halt Werbung, ne? Weiß man. So, aber ich wage mich jetzt mal an diese drei Sorten. Ich freue mich da wirklich drauf und leg mal los mit den Cola-Dingern hier. Cola Life. Mhm. Schauen wir mal. Also in Produkte weniger Zucker reinzumachen, finde ich übrigens vom Prinzip her sehr, sehr gut. Ganz besonders finde ich nämlich, haben Joghurt und Ketchup hat teilweise einfach immer viel zu viel Zucker. Diese ganzen Grillsoßen, die man so kauft, da ist teilweise so viel Zucker drin. Total bescheuert. Wenn ich Zucker zu mir nehme, dann darf es aber wiederum bei Weingummi und bei Süßigkeiten da von mir so ruhig Zucker drin sein, weil da weiß ich ja, ich esse eine Süßigkeit. So, aber jetzt genug gequatscht. Cola Life und übrigens alle Sorten vegetarisch, wie immer bei Katjes. Ich bin mit Cola angefangen, weil wir Cola ja kennen. Also als Geschmacksmittel, die Cola-Flaschen kennen wir von jeder Marke. Und da kann man am besten unterscheiden, ob es wirklich der gleiche Geschmack ist. Ich meine, es dauert ein bisschen länger, bis der Geschmack hier ankommt. Aber nichtsdestotrotz, sind die durchaus lecker. So, können wir. Leckere Cola-Flaschen, aber wenn ich jetzt diese hätte mit 30% und hätte jetzt die Originalen daneben mit Zucker, ich würde zu diesen mit Zucker greifen, ganz ehrlich, ihr Lieben. Da bin ich immer ganz kompromisslos, sage ich mal. Ne? Easy Life, jetzt in der Sorte mit, was ist denn hier drin, mit Schmetterlingen sind das, ganz, ganz viele Schmetterlinge. Hier kann man nichts Zweideutiges draus erkennen, oder? Nein, kann man nicht. Und die sind in der Geschmackssorte Pfirsich, Ananas, Apfel, Orange, Kirsche und Erdbeere. Na, das klingt doch mal lecker, ihr Lieben. Bin ich mal gespannt. Vor allem die Cola-Fläschchen, die werden mir auf Dauer auch ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Dann habe ich lieber so ein bisschen fruchtige Abwechslung, wie in dieser Tüte Easy Life. Oh, die riechen echt lecker. Die riechen richtig lecker. Ich kann ja mal versuchen jetzt, okay, eine Farbe erkenne ich, das müsste wahrscheinlich Orange sein. Mhm. Machen wir die Augen jetzt zu. Stecken wir jetzt einen in den Mund und versuchen mal die Geschmacksrichtung zu erraten. Mal gucken, ob es klappt. Mhm. Ist obstig. Ich würde sagen, Ananas. Ne? Ja. Hat man rausgeschmeckt. Aber es dauert tatsächlich ein bisschen länger, bis der Geschmack ankommt. Ich probiere jetzt mal nochmal eine andere Sorte hier. Es war doch Ananas, oder es war gelb, ihr Lieben, oder? Ich weiß es nicht genau. Doch. Mhm. Haben noch 308 Kalorien. Und kann man immer noch ganz lecker naschen. Wenn man noch nicht so auf Zucker konditioniert ist, wie ich, dann ist es vielleicht eine ganz coole Alternative. Einstiegsdroge. Nein, aber wenn man noch nicht an den anderen Geschmack gewöhnt ist, dann wäre das ganz gut für Kinder zum Beispiel. Dass man nicht sagt,
Wir fangen da erst gar nicht an mit so hoch zuckerdosierten Produkten, sondern machen das lieber ein bisschen weniger Zucker, 30% weniger Zucker. Das hier ist hier eine Palme. Und die Sorten, die es hier gibt, sind Palme in Lila. Mhm. Oh, lecker. Maracuja, Mango, Ananas, Tropic, Grapefruit und Kaktusfeige. Ich frage mich, was Tropic für eine Frucht ist. Und es schmeckt wahrscheinlich irgendwie exotisch. Alles zusammengemischt ist dann Tropic. Grün ist bestimmt die Kaktusfeige. Und geschmacklich finde ich hier Tropic Life am besten, am intensivsten lecker. Ich habe nicht alle durchprobiert. Von den Schmetterlingen. Und wir haben ein paar Stichproben hier. Tropic Life. Geil. Wirklich lecker. 8 Punkte bekommen die von mir. Easy Life. Die sind mir auch so ein bisschen zu klein. Ich habe das Gefühl, wenn ich so ein kleines Weingummi im Mund habe und dann noch weniger Geschmack, ist es wirklich schwierig, da was rauszuschmecken. Deswegen 7 Punkte. Und die Cola-Fläschchen. 6 Punkte tatsächlich. Würde ich nicht nochmal kaufen. Ist mir auf Dauer zu langweilig. Nur eine Sorte. Und dann noch weniger Zucker. Ist mir zu wenig geschmackliche Variation drin. Aber die hier, die würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Deswegen auch 8 Punkte dafür, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.